Ich begrüße alle ganz herzlich zu unserer heutigen Online-Veranstaltung, insbesondere unseren Referenten Professor Lars Kühl von der Ostfalia Wolfenbüttel. Ich begrüße im Namen von Klima- und Umweltnetzwerk Wolfenbüttel. Das Netzwerk Wolfenbüttel ist entstanden aus den Europäischen Aktionswochen für eine Zukunft nach Tschernobyl und Fukushima und den zwei Umweltfestivals, die wir aus diesen Europäischen Aktionswochen in Zusammenarbeit mit Landkreis und Stadt Wolfenbüttel und der evangelischen Jugend Wolfenbüttel durchgeführt hatten, 2014 federführend auch mit dem Wolfenbütteler Umweltmarkt und 2016 mit dem Tourismusverband Nördliches Harzvorland. Mit der Ostfalia haben wir im Rahmen der Europäischen Aktionswochen für eine Zukunft nach Tschernobyl und Fukushima durchaus schon einige gute Erfahrungen. Als wir mit den Europäischen Aktionswochen, die ja nach Fukushima dann entstanden sind, schon 2013 begonnen mit einer Veranstaltung, und wir sehen hier links im Foto zwei Tschernobyl-Zeitzeugen, die bei der Veranstaltung auch mit dabei waren, und die Dolmetscherin und meine Wenigkeit. Und ganz rechts im Bild Professor Dr. Bokasch und Heiko Hilmer, der damals Klimamanager der Stadt Schöppenstedt war und der auch den Kontakt zu Herrn Professor Bokasch hergestellt hat. Und wir sehen im Foto in der Mitte, dass es doch eine recht große Resonanz war, diese Veranstaltung. Und zwar ging es um den regenerativen Energiepark als Smart Grid mit Stromspeichertechniken. Ich will das natürlich nicht im Einzelnen wiederholen, aber doch ein paar Fotos zeigen diesen Energiepark. Park haben wir häufig mit unterschiedlichen Gruppen besucht und natürlich auch im Gebäudeinneren Batteriespeicher und die Labore besucht. Beim Umweltfestival 2014 war dann Ostfalia auch mit diesem Mobil mit dabei und auch mit Elektroautos. Und dasselbe auch 2016. Am 4.2.2020 hatten wir eine Veranstaltung, und da war auch schon Professor Lars Kühl mit dabei. Da ging es auch um Energieeffizienz und Nachhaltigkeit in Gebäuden, Quartieren und der Industrie. Da ist der Kontakt dann hergestellt worden, und wir hatten ihn gleich mal gebeten, aufs Podium zu kommen zu unserer geplanten Veranstaltung am 18.04.2020, Klima, Liebe, Hoffnung, die Landeskirche Braunschweig auf den Weg zu einem Klimaschutzgesetz. Nur weiß ja jeder, 2020, das berühmte Jahr, in dem die Pandemie ausgebrochen ist, und man hatte erst gehofft, man kann in Kürze so Veranstaltungen nachholen. Das hat sich dann immer zerschlagen. Nun, Professor Kühl, Sie können sich den Termin schon mal notieren. Noch steht er mit Fragezeichen, aber am 25.03.2023 hoffen wir, stehen noch die letzten Bestätigungen aus, dass wir dann diese Veranstaltung nachholen können. Ganz eins zu eins wird es sicherlich nicht klappen. Dass unser Thema hochaktuell ist, wenn man so über den Tellerrand schaut, relativ aktuell ist diese Broschüre Nachhaltige Gebäudeklimatisierung in Europa vom Umweltbundesamt herausgegeben. Das heißt, Umweltbundesamt fordert mehr Bäume und Schatten in Städten. Das ist im Zusammenhang mit dieser Studie. Dann ist aus dem Bundestag, aus den Ausschüssen auch eine Projektförderung dargestellt, wo es dann auch um Energie in Gebäuden und Quartieren geht, Energieeffizienz in Industrie, Gewerbe, Handel und Dienstleistung. Also wir merken, wir sind da sehr aktuell, und ganz heute kam nochmal diese Information aus der Energiekrise durch Effizienz und Suffizienz. Aber
Ja, zurück zu uns heute, 5.7.2020. Es geht um Gebäudeenergieeffizienz oder rund um das Thema Gebäudeenergieeffizienz. Und ich begrüße nochmals Herrn Professor Dr. Ingenieur Lars Kühl, der Leiter des Instituts für energieoptimierte Systeme seit 2013 und Leiter der Fachtagung Versorgungstechnik seit 2015. Was das bedeutet, können Sie mal kurz auch dann noch selbst darlegen und erklären. Ich habe aus der Website rausgezogen, dass Sie für die Lehre in Bachelor- und Masterstudiengänge zuständig sind für Grundlagenfächer Physik und technische Kommunikation, Vertiefungsfächer im Bereich regenerative Energiesysteme und so weiter und so weiter. Heute soll es darum um die Themen gehen: Gebäudeenergieeffizienz, regenerative Energien, Energieeffizienz in der Industrie und Gebäudeautomation. Nach jedem Thema gibt es Verständnisfragen und am Ende Diskussion. So war meine Idee. Vorhin hat Professor Kühl schon gesagt, man kann sofort reingehen, wenn eine Frage brennt, Hand heben und dann wird gleich mit diskutiert. Herr Professor Kühl, Sie haben das Wort. Schön, dass Sie da sind.